CANSAT ist ein Wettbewerb für Schülerinnen der Sekundarstufe 2, die Satelliten bauen in der Größe einer Getränkedose. Die werden dann mit einer Rakete auf, in unserem Fall, 600 Meter hinaufbefördert, werden dort ausgeworfen. Und während dem Sinkflug sind zwei Missionen zu erfüllen. Eine Primärmission, die für alle ident ist, das ist das Messen von Temperatur und Luftdruck und das dann darstellen in einem zeitlichen Verlauf in einem Diagramm. Und eine Sekundärmission, wo die Schülerinnen wirklich frei wählen können, was sie machen wollen. Da hinten, wo das Auto vom Theo Space Team steht, dort wird dann die Rakete gestartet werden. Super, aber ein bisschen im Stress, gell? Ja. Sollte alles klappen. Ja, wir sind optimistisch, dass es funktioniert. Jetzt wird noch gecheckt, ob alles passt und dann kann es eigentlich losgehen. Die Karte hat sich rausgeworfen, passiert die Fallschirme runterfallen und der Kette kommt runter. Es war wieder ein Wahnsinnserlebnis, weil es immer wieder faszinierend ist, wie schnell die Rakete dann eigentlich abzischt. Eine interessante Erfahrung, würde ich mal sagen, die ich gerne wieder machen würde. Für mich war es der erste Satellitenstart in Österreich, auch wirklich beeindruckend. Mich hat vor allem beeindruckt der Enthusiasmus der Leute, die Begeisterung. Unsere Rakete wurde leider ein bisschen beschädigt, aber abgesehen davon gibt es keine Probleme. Und dann ist der hintere Teil ein bisschen unsanft gelandet im Feld. Aber so wie es ausschaut, und das Theo Space Team ist relativ optimistisch, kann man das wahrscheinlich wieder zusammenbauen für den nächsten Start. Die Begeisterung hat mir einfach total gut gefallen und dass sowas in Österreich möglich ist, in so einer schönen Umgebung bei dem Wetter. Klasse Tag, klasse Veranstaltung. Gratulation ans Ars Electronica Team, aber auch an das Theo Space Team, die das einfach professionell organisieren, diesen Wettbewerb. Ja, wir haben Daten bekommen und die müssen wir jetzt dann nur auswerten. Ja, das Satellit hat es gut überlebt, es hat abgebremst, jetzt sind wir auf die Daten gespannt dann. Ja, ganz sehen Sie noch. Super! Alles wieder gut angekommen und noch vollständig. Und noch funktionsfähig.